Hey Leute, wir sind's wieder. Tizian und Tapsen bei der neuen Folge Big Reacts, powered by OM. Heute schauen wir uns das erste Game an, was wir in der Flashpoint gespielt haben. Im RMA-Turnier gegen Complexity. Also zum Turnier ist ein sehr, sehr wichtiges Turnier. Ist natürlich das Major-Turnier, womit man sich qualifiziert mit den Punkten. Glücklicherweise haben wir gegen Complexity gespielt. Ich denke, es ist ein Gegner, der uns sehr gut liegt. So ähnlich wie OG. Oder alle anderen Teams auch. Stark. Gute Antwort. Jeder legt uns gut. Ja, richtig. Das stimmt. So, die sind, glaube ich, Rampe gerusht. So, die sind Rampe gerusht. Ich habe einen gelackt. Stark. Ach, ich bin schon unten. Du bist stark. Schon unten. One Shot. Lol, die habe ich gegoogelt, die Taktik, oder? Was ist die? Weiß ich nicht. Nee. Doch, Mann. Nein. Wir haben dann gesagt, nee, lass einfach unsere Sache spielen. Ach, Mann. Aber das haben wir noch nie gespielt. Nee, ich bin noch Rampe runter, mehr runter. Ich war außen. Tai. Ja, doch, das war meine Runde. Echt? Ja. Auch nur One-Shot hier. Ja, nach der Analyse habe ich ein bisschen gechillt, habe ein paar Pistols gesucht und habe diese gefunden, deswegen haben wir sie gespielt. Ja, und die hat mir auch gut gefallen. Ich war irgendwie am Ende noch unten am Spot, habe auch keinen Kevlar nach E. Und das Letzte, was ich sehe, ist nur One-Shots. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt gegen den. Echt? Ja, ich dachte, jetzt feedet, aber er spielt safe, rennt direkt und so. Er spielt da super safe sogar, ja. Eigentlich hat er keine Chance. Jetzt? Ich zeig mich nicht und stark. One Shot. 7-5, no surprise. 7-5, no surprise. Oh, Heaven raus. Jan war im Spot. Pizza lieber Main. Syrson und AWP Heaven. Schwere Situation. Tizian gibt den ersten. Tizian vielleicht nicht an der Herren für Flo, ne? Kann ich nicht, weil er Spot gezielt hat. Nee, das ist nicht gekillt, oder? Da ist noch einer. Ja, der Krieg, ja. Ich hab Tetris gespielt. Tetris gekillt. Oder? Nee, ich hab Spot gekillt und da war noch einer drunter halt. Ja, Flo muss aber, glaube ich, Model oder so. Ja, einfach chillen. Ah, stark. Der ein bisschen overpeakt. Was hat ein Blame? Wie hast du Blame gemacht? Wie ist er gestorben? Ja, Blame, du hast ihn jetzt gekillt links. Ich hab so ein bisschen abgefuckt, ne? Ja. Ich hab so meine Granaten geworfen, hab gehofft, dass der Typ links rumzieht oder mich timen will. Und hab halt nur Spot abgehämt, weil die werden sehr oft mich einfach double peaken. Stark. Ja. Gute Szene. Dann hab ich sie einfach geowned, ne? Ja, war eine gute Szene. Direkt hier einen fetten Clip am Start. Zurück zum Game. Haben wir gestern drüber geredet. Ja. Über diese Szene, dass ich den besser checken muss, ja. Dass ich das Duell trainieren muss ein bisschen. Ja, und gewinnen muss auch. Aber hier sieht man schon, das ist etwas Neues. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr gerne Kriegliebhaber war früher, weil die Waffe auch sehr, sehr stark war. Einfach abused, ja. Ja, genau. Und hat mich aber dazu entschieden, jetzt hier weiter zu abusen. Und zurzeit läuft es auf jeden Fall auch sehr gut mit der Waffe. Ja, stimmt. Und hier auch im Clutch sieht man, ich war auch auf jeden Fall jetzt in dem Game auch sehr confident mit dieser Waffe. Bin auch geil in die Duell eingegangen. Und jetzt mal gucken, wie das. Ach, das ist die Szene, da hast du ein bisschen Angst gehabt, oder? Ja. Aber ich hatte keine Angst. Nee, du hast sehr viel Angst gehabt. Schau mal, wenn du jetzt sprayst, der Typ dreht, kannst du einfach umdrehen. Also, John killt dich. Guck. Der war schon schnell tot. Ja. Okay. Ja, okay, aber in der, also in der Situation. Ja, in der Situation war es absolut richtig. Aber du bist schon. Ja. Du bist schon ein sehr krasser Kriegsspieler auf jeden Fall. Ja, danke, Mann. Aber du bist jetzt ein bisschen am Baiten, leider. Danke, Mann. Mein Teammate flamet mich, dass ich bete. Was soll ich machen? Nee, aber absolut richtig. Mit der Waffe kann man halt nicht so geil vorlaufen, aber das gehört halt dazu auch. Ja. Ich meine Posi auch. Ich bin halt nicht so dafür gemacht zum Vorlaufen. Es steht gerade 3-5 für Complexity. Wir spielen gerade das 2. Und wie wir gerade sehen, obwohl wir eine Advanced-Situation haben, 5-4, Eco-Runde, die wir meistens leider verlieren, muss man echt einfach gestehen. Ja. Denke ich, dass wir die Runde hier auch verlieren oder sie sehr, sehr knapp wird. Ja, nee, wir gewinnen die Runde auf jeden Fall. Schau. Wir haben jetzt gesagt, lass mir den Smokes rumziehen. Ich habe gesagt, Nils, wo preempst du, damit ich nicht die gleiche Pose abziele, die App abziele. Der hat gesagt, er zielt unten, okay. Ich habe jetzt nur oben Cat und Spot abgezielt, während wir zusammen rumrennen. Typ Anti-Flash, war perfekter Call, dass wir damit rumziehen, obwohl es gegen Eco vielleicht ein bisschen gefährlich ist.
Boah. Da fallen aber hier links und rechts ein paar Schellen. Ja. Guter Call auf jeden Fall. Ja. Gut koordiniert dann, wenn es so war. Richtig, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war so. Ja, das war sehr gut dann. Das war echt schön. Jetzt geht's weiter. Spannendes Spiel auf jeden Fall derzeit. 13-8. Bin sehr zufrieden zurzeit mit unserem Das 2. Wie gesagt, auch gegen Evil Geniuses zum Beispiel waren das zwei sehr, sehr wichtige Maps. Und Flo mit dem 1-on-1. Sehr interessantes 1-on-1 mit BlameF auch. Aber Flo souverän runtergespielt. Starker Mann. Ja, Lower P hat sich jetzt ein bisschen ängstlich gespielt, Blame, leider. Ja. Aber es kann auch ganz anders ausgehen, wenn er da ein bisschen besseres Movement hat oder kannst du mal ein bisschen besser antizipieren. Ich will nochmal ganz kurz gucken, da wir ja die Möglichkeit haben, kurz zu replayen. Nochmal weiter, viel zu weiter zurück, weil wie es dazu kam. Ich glaube, das war erstmal noch ein 3-on-3 und ich bin, glaube ich, auch sehr früh danach gestorben, bin reingefahren oder so. Hm. Nee, das sieht das man leider nicht. Okay, warte, das war ein 2-on-2. Okay, was haben wir denn für Equip? Ich denke, Molo, Flo, Hadesha. Molo hat gefragt, ob Flo hat gefragt, ob er mich abholen soll. Soll, ne? Ja, genau. Ich hab gesagt, nee. Also wäre aber gut, wenn er Bigbox Molot. Ja, das wäre, glaube ich, Molot K. Aber das ist auch sehr gut, K Molo. Der nervt dich. Ich bin ein Fan von Hadesha Molo und K Smoken. Ja. Weil dann schaltet man quasi zwei Positionen aus. Okay, du machst den auch low. Aber wenn ich Cutters laufe, ich hätte dann Xbox Molo müssen. Oder? Wenn ich Xbox Molo. Kann er Hadesha Molo und dann habe ich das zweite Duell. Ja, ich und der zieht eigentlich so rechts davon Loch ab, ne? Ja, genau. Ja, ist gut. Guck mal, jetzt Xbox nicht gecheckt, aber ich check schon unter Window und wird eigentlich immer gerefragt, wenn ja, ich klar, das von haben. Xbox, ja. Mhm. Hat meine Equip gar nicht verwendet. Ja, das ist richtig. Ja, schönes, wie gesagt, souveränes 1-2 von Flo, cool geblieben. Ja. Ist echt sehr, sehr stark. Hat einen Schatten gesehen, gut gespielt, cool geblieben. Der steht 14-8. Immer Shadows of Fire. Big Clan. 15-8. Wichtige Runde. Jan Tarris mit unten. Was passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch ganz genau, was am Ende passiert. Ich tue nur einen Wert gerefragt. Das ist schlecht. Unlucky. Ach, ich bin lange gepusht. Guck mal, ich fahre jetzt hier raus schon. Bam. Boah, die sind alle low. Er killt zwei durch Smoke. Und den dritten auch. Yes. Nee, ich wusste gar nicht, was passiert. Ich habe an was komplett anderes gedacht, ja. Ja, das war eine krasse Runde von Jan auf jeden Fall. Hat irgendwie die Leute gebankt durch die Smoke. Die gut antizipiert, wo die hingehen werden, weil nachdem die dich gekillt haben, ist ziemlich klar, dass sie schnell A rushen werden, weil die haben den A-Rotierer gekillt, die haben A den Langspieler gekillt, wo ist die AWP? Auch am A irgendwo. Ja. Schießt, glaube ich, durch die Smoke oder so sogar. Nein, nee, okay, aber hinter der Smoke. Es war klar, dass sie halt abhauen wollen. Perfektes Timing mit dem Push. Ja. Ziel, wenn sie wieder reingehen. Ich habe, glaube ich, sogar einen HE geworfen, oder? Nee, schade. Wäre cool gewesen. Hättest du alle gekillt. Ja. Da jetzt so, alle so gut bin ich leider bombardiert, nicht. Ey. Wenn alle in die Luft gehen. Egal. Ja. Aber Jan, sehr, sehr gutes Aiming. Also wie gesagt, Spray Control. Überragend, kann man nicht so sagen. Ja. Und das war ein sehr souveränes Spiel. Gegen Complexity. War sehr stolz drüber. Wie gesagt, am Anfang der Folge schon gesagt, dass ich bin sehr froh drüber gewesen, dass wir Complexity gezogen haben in Los. Und wie wir gesehen haben, haben wir schon auch vorher im Veto drüber geredet, denke schon, im Veto gegen die gewonnen, da sie sich halt entschieden haben, eine andere Map zu picken als sonst, Nuke. Ich denke, sie fühlen sich viel wohler auf Mirage als auf Nuke. Mhm. Und dementsprechend war es auch schön mal zu sehen, dass wir auch mal Nuke wieder gewinnen können. Ich bin ein bisschen weggerutscht. Ja, was du gesagt auch. Nee, ist halt, mich nervt das ein bisschen in Interviews. Vor allem, wir spielen so oft gegen Complexity, ich sag immer das Gleiche, ich sag immer, sie liegen uns gut, wir haben gute Reads auf sie und so, und irgendwann kann ich mir selbst nicht mehr glauben, so. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das liegt daran, dass der Interviewer meistens die gleiche Frage stellt, aber letztendlich ist es ja die Wahrheit. Die ja, liegen ja die uns Wahrheit, zum Beispiel klar. sehr gut. Ich bin auch der Meinung, dass andere Teams uns auch gut liegen, manche zum Beispiel nicht so gut, zum Beispiel Heroic liegt uns nicht so gut, aber andere Teams liegen uns da besser. Aber das ist halt letztendlich die Wahrheit. Wenn du dir selber nicht mehr glauben kannst, dann glaube ich dir aber. Stark, danke für deine Unterstützung, geil. Leute, das war's mit der Folge Big React Sport bei ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hasta la vista.